Ja, deswegen, wir schauen mal direkt, glaube ich, rein. Wir haben ja hier diese... Jawohl, fangen wir direkt hier mit an einmal. Mit dem, wo haben die vorne zu stehen ist? Gruppe von Colin oder genau, von Xandro? Von Colin. Colin. Okay, dann gehen wir hier als allererstes rein. Irgendwas, muss man irgendwas erklären oder so? Nee, also das war, pass auf, die Hamdi, Alter, da ja. war der, okay, ja. okay. Es gab jetzt nur noch 18 Künstler nach der Hotelrunde. War ein bisschen Skandal, weil der ein oder andere Künstler auch auf der Bühne gejoked hatte und so. Okay. Das war halt Icon, gab es nie ohne Skandale, aber die Künstler waren so krass. Da war noch nicht so viel großartiges Talent bei jedem Künstler, wo man gesagt hat, ey, den muss man aber mitnehmen, Alter. Okay. Der ist schon relevant noch für die Staffel. Okay. So, und dann hat man denen nochmal so einen Joker gegeben, so eine kleine Chance, ey, hier die Cypher beweist euch doch nochmal. Ne? Und die hatten sogar auch, hinter den Kulissen gab es für die auch einen kleinen Nachteil, der aber nicht ausgenutzt wurde, weil die einfach abgeliefert haben in der okay. Cypher. Das wissen die Leute aber draußen ganz schön. Also alles... Ach, krass, ja, da ja, war noch irgendwas, was... Ja, ja, weil die haben einen kleinen Joker bekommen, weil die halt einfach verkackt haben auf dem Kurs. Das war ja, bis nur letzte ja, Chance, ja, so, ja. weißt du? Aber die haben alle abgerissen. So, es war sehr schwer bei der Cypher überhaupt jemanden... Ach, guck mal, Kiri schreibt gerade, ich war einer der Joker. Ja, so, weißt du, der Kiri auch. Okay, dann würde ich sagen, gehen wir da rein. Neun Rapper versus neun Rapper. Und ganz wichtig, an dem Tag waren halt 9 Künstler bei Colin im Studio. Alle am selben Tag, alle 18 Künstler waren bei Made to Create im Studio. Okay. 9 Künstler mit Colin zusammen und 9 Künstler mit Xandro. Man musste innerhalb von 10 Stunden alle 3 Songs perfekt mix mastern und... Was hat denn Colin damit zu tun? Colin kann produzieren und alles. Was? Ja, ja. Der kann aufnehmen alles, der kann auch gut abmischen, aber am Ende... Nein! So eine Preview machen, ja, ja. locker. Hat so ein... Als ob, Alter! Jeder, will, jeder sagt im Internet immer die ganze Zeit, ja, die haben keine Ahnung davon, die haben keinen Plan. Alter! Ja, Colin hat, ist Sound-Engineer, der hat Zertifikat dafür und alles. Also, der ist jetzt nicht gut wie... Also, das, also, er setzt sich, weil er halt, ist ja logisch, er setzt sich ja nicht so lange dran wie Xandro. Ja, ja, natürlich. Ja, gut, wie soll ich sagen, die Erfahrung macht es dann halt. Und der ist halt die Rolleneinteilung. Xandro ist jetzt halt eben der Motherfucker-Produzent und der ist halt einfach der... Wie geil ist das denn, Mann? Das wusste ich gar nicht. Das war ja noch so geil. Colin hat uns aufgenommen. Digga, das wusste ich nicht. Das sind Infos, die neu sind für mich. Okay, geil zu wissen. Sehr gut zu wissen. Okay, dann... Ja, es sieht auch alles noch viel mehr nach Straße aus, ne? Wenn Bunker Ross lockert, naja, nicht locker, ich rippe dich ab und ich mach es dann nicht. Ich bin normal, immer der gerade Weg. Doch leider an Straßen mich früh geprägt. Hauna, wie ne, bin am Block, was du gibst, aber sind wir mal ehrlich, hat Geld uns gefehlt. Wir kommen von nix, haben Ware gerippt, während andere hier rappen, von was sie nicht sind. Oh, ein Rückpacks weg, viel schnelles Geld. Immer noch der Beste, der nicht fällt. Oh, ich bin vor Penny oder Dankeschell. Komm gegen mein Bord. Woher kennt man den? Ist der nochmal irgendwo aktiv gewesen oder irgendwie? Wie heißt diese Driller-Sache? Stu Sash, daher kenne ich ihn. Ja, daher kenne ich den Bruder. Ja, natürlich, klar, Henok. Ja. Blaulicht, L-Web, Franco, sorry, von dicken Kombis mit auf Mutter schwören, fing ein dicke Bolli. Der Pandi-Sammler von Strese, Alters, macht mehr Patte als die mit euren Titel-Tacker. Hauna, Puff, den Ju mit Wachs auf Honey, klatsch wie Putana. Putana, Juana, mich juckt nicht, was dein Bruder macht. Sachsenhausen, Hadama, Ostern beschatten mit Kamera. Das Letzte, was sie seine Augen sahen, waren vermute Fressen aus Asmara. Ich bin im Block gefangen wegen krummen Taten, aber. Und das hat jetzt alles Colin gemacht, ne? Die alle Blasen kommen mit dicken Schaden und der Teufel spielt die Kälte auch. Er spielt die Kälte auch. Nein, wir kommen nicht raus. Also, aber so. Xandro ist nochmal Mixmaster ein bisschen drüber gegangen, ne? Aber Colin hat ist drüber und es war einfach unfair. Ja, aber damit die auch gleich viel mehr oder? Rausholen kann als ein Colin, weißt ja, du? Ja. Und deswegen hat gesagt, komm Xandro, ich schick mir die auch nochmal rüber, ich gehe nochmal drüber, dass das alles ja, es muss ja qualitativ, trotzdem aber, ey, ist es Colin, ja ein gemeinsames Ding. Setzt Colin wieder ein Jahr nur ans Pult, der kann genau, also ist crazy, selber so talentiert. Okay. Ich komme nicht raus. Ich bin in mein Block gefangen wegen krummen Taten, aber Gott lässt mich hier nicht mehr raus. Ich lass dir alle Blasen kommen, die mit Schatten und bitte, ich spür die Kette aus. Ich spür die Kette aus. Darum komm ich nicht raus. Darum komm ich nicht raus. Mein Leben ist nicht wie du denkst. Präsenz, bist du ständig der hängt. Was für Pusher und was für ein Schenk im Banks. Bin ich mir sicher, du rennst. Grippau, mein Profil auch, doch ich mach ich schlau. Ich muss jetzt mal ganz kurz gucken, wann war das? 22, es geht ja noch. Es fühlt sich, muss ich sagen, jetzt zu der neuen Staffel, fühlt sich wirklich wie der Weg dahin an, so muss ich sagen. Ja. Ne? Es fühlt sich noch mehr Straße an, finde ich, es fühlt sich so generell rougher an, so auch von der Kamera und alles so, aber man merkt schon, wie sich das weiterentwickelt. Ja, es war ein kleines Team, ey, Xandro hat die Kamera gehalten, ne? So. Ja, Xandro, krass. Und so zwei andere natürlich. Das war alles familiär. Du hast ja am Anfang nicht das Geld und alles, ja, und die Leute und, ja, ja. Und das ist heftig.
Ja, und dann wollen jetzt heutzutage alle gegeneinander schießen und sonst und was. Und das Geile war, so. wir haben ja alle gehofft, nicht nur Colin, dass das knallt, dieses Zeichen. Jeder, der da mitmacht, natürlich. Wir haben alle gehofft, dass es knallt, weil so lebt Mate weiter und so profitieren natürlich auch die natürlich, Künstler. Natürlich. Wir haben alle gehofft, nicht nur so, boah, hoffentlich, nur dass Colin da saß, boah, hoffentlich knallen die Cyphers, damit wir weiter finanzieren können, die Plattform, boah, sondern auch die Künstler. Aber je mehr Leute dran glauben, sind wir mal ehrlich, ja, desto eher wird es auch dann funktionieren. Deswegen, man war auch gar nicht sauer, wer jetzt am Ende des Tages der Gewinner davon war. Ja, Man hat einfach trotzdem gesagt, so, geil, Alter, Hauptsache die Cyphers knallen und wir können weiter das als Plattform nutzen, weißt du, so, geil. Alle waren zufrieden. Voll, Mann, voll, verstehe ich. Ist die Tränen von Müttern, sie rennen ja genug Sommer bis Winter. Sag, das kann keiner verhindern, die Passer, Hermano, sag mir, ob das Sinn macht. Ja, die Zeit, wo ich da genieße. Ich muss sagen, seine Stimme finde ich nochmal asozialer, Alter. Ich glaube, warte mal, was, der ist 15 oder 16? Da war der 16 Jahre alt. Der war auch schon bei Farid Ins Talent mit 14 Jahren. Ach, der war auch bei Ins Talent? Ja, mit 14 Jahren war der schon bei Farid. Und jetzt ist der, jetzt müsste der bestimmt aber um die 17, vielleicht 18. Ja, 18, glaube ich. Ja, da war der 16. So. Krass, Alter. Das war die Zeit, wo mich leider der Engel verließ. Ich bin da, komm mit Adrenalin in meinem Block, seh ich leider nur Teufel im Fließ. Mit der Weine tagelang, Söhne gehen in Kiosk voller Tatendrang. Wer bekommt der Stadt schon dran? Ich will alle Scheine, Welt in meiner Hand. Papa, weißt du, weißt, ich weiß, dachte mich Bulle rein, Stadt niemals fickt. Stramm, so wie Schock, nein, komm, weit, viel Kalb, und weil sie testen wollten, fällt der Stich. Ich bin in meinem Block gefangen wegen krummen Taten, aber Gott lässt mich nicht mehr raus. Ich lass dir alle blasen, komm mit dicken Schaden und der Teufel spürt die Kälte auch. Ja, spürt sie auch. Ja, spürt sie auf! Ja, spürt sie auf! Ey, das macht Spaß! Kommt jetzt Keris, oder was? Hm. Ja, klar, ein Klavier kommt, natürlich kommt Keris. Ach, die beiden zusammen sogar! Ich muss auch an dieser Stelle, muss ich nochmal sagen, ne? Hamdi war mein Favorite bei Rap Larry. Der ist jetzt gerade rausgeflogen. Ja, ich war so traurig, ne? Ey, mit der letzten Song hat er mich gekriegt. Ne? Ey, ich war einfach nur traurig, ja, Mann. Weil ich weiß nicht, der Typ hatte was. Ja, und die Leute haben gesagt, das ist der Icon, haben die jetzt gewesen zum Schluss. Das habe ich dann auch gesagt. Und dann haben die Leute gesagt, ja, der klang früher genauso. Ja, das war so sein Style. Und dann dachte ich so, hä, wie? Das ist ja gedacht. Ja, davor hat er halt so dieses, wie ich halt gesagt habe, wo geht die Zukunft eines Künstlers hin? Ja. Rap Larue, musst du natürlich, Rap Larue hat aber auch seinen gewissen Sound, Icon hat seinen gewissen Sound, deswegen hat sich halt auch da orientiert, wie er bewiesen hat, konnte er das auch dominieren und hat auch gesagt, ey, die Schiene kann ich auch, was wollt ihr? So, und aber eigentlich hat er seine eigene nachdenkliche, melancholische, motivierende, deswegen verstehen wir uns auch so, weil wir so vom Vibe her so den ähnlichen Style fahren, so, ne, dieses Hustler-Life. Fühl ich, Mann. Haben die Adrian. Ja. Ja. Bruder, pass auf dich auf. Du hast keinen Schutz vor dem Schatten im Block. Ich spüre die Hölle, ich lauf. Ich sehe, wie Satan die Ratten verlockt. Ich komm an die Spitze wie Al Pacino. Kämpfe Jobplatzierung, weil du kommst aus dem Block nur mit baren Mios. Ich versank in Haram, Bravo, lange ziellos. Doch ich schaff es raus, bevor mich Asail holt. Mein Batzimmer kennt keine Regeln, was soll ich dir denn nur erzählen? Wir wollen raus, und es sind verschlossene Wege, die unmöglich sind zu begehen. Du hast die Wahl, entweder Kopf oder Zeit. Verrätst du ein Bro, harmonieren wie gut. Ich hab mit meinem Vertrauen krass. Ey, ich muss ja ehrlich sagen, so, ja, ich natürlich von Keris jetzt aus der letzten Staffel, so aus dem Gefängnis und so weiter, kenne ich natürlich ein paar Sachen, aber sonst muss ich sagen, in letzter Zeit natürlich eher durch meine Newcomer-Sachen, da schickt er halt immer sehr, soll ich sagen, sehr diepe Sachen. Ja. Ne? Ich bin sehr gewohnt, ihn jetzt melancholisch zu hören, melodisch, und deswegen freut mich gerade voll, ihn so zu hören. Ja. Ich finde, er harmoniert krass mit Hamdi. Ich finde, jetzt hier auf den Song hat Keris auch so in Icon so mit die stärkste Leistung abgeliefert. Also auch hier so dieses Zwischenspiel zwischen den beiden kommt, aber auch, weil die halt viel, die waren im Langenfeld, da war ein Studio und Hamdi wusste noch nicht mal, dass das Studio da war. Hamdi kommt doch aus Langenfeld. Genau. Ja, der hat doch in der letzten Rap Larue für meine Langenfelder Jungs gesagt. Und Keris so. Ist sowieso Hustler, der kennt jedes Studio in Deutschland von innen. So. Und danach hat er gesagt, ey, Hamdi, lass doch was zusammen starten. Wir sind hier jetzt auch im Team zusammen, wir müssen ja zusammen performen. Und danach sagt der Hamdi so, ja, wo bist du denn? Wo ist das Studio denn? Der so in Langenfeld. Hamdi googelt, ne, da wo die Adresse war, gibt ein, steht da 3 Minuten entfernt. Ach was, dann waren die direkt nebeneinander fast, oder was? Genau, und dann, also einfach, der wusste eher, dass ein Studio in der Nähe ist, als Hamdi. Und dann dachte ich so, ach krass, das ist ein Studio, super. Dann ist er direkt halt da rein. Keris, was los, Mensch? Geil. Wir leben alle im Danger. Um mich rum nur noch Verräter. Wer ist ein Freund oder Feind? Sag mir, wer bleibt? Machst du einen Fehler? Gefahr in der Aussicht. Deshalb lauf ich vor dem Blaulicht, auf das ich raus. Ich hab genug. Sehr mir, ich lief den Weg zu lange einsam. Glaub mir, ich stand auf der Leine da. Patriot,
Diese Mischung aus Melodik und wirklich Energie ist ja geistesgestört in der Runde. Also jetzt gerade bei den beiden. Und auch Hamdi hat so ein Volumen, der hat so einen kleinen Körper. Ich weiß nicht, wie er das rausholt. Ohne Scheiß, er ist ein kleiner Mann, aber was der für ein Volumen rausholt. Ey, da gibt's so ein paar Experten, Alter, muss ich sagen. Da gibt's so ein paar Leute, wo ich dachte so, ja, das ist einfach vom Körperlichen her so der kleinste, zierlichste oder sonst was, aber ist einfach so mit dem Star-Appeal einfach einer der größten. Ja. So, ja, das ist so krass. Richtig. Manche Leute haben das halt einfach, ne? Das ist halt, ALAZ, schau in die Hut und ich komme vorbei. Begrass deine Ängste mit eigenen Händen und sag mir dann nochmal, ob du es begreifst. Der Alas ist auch, der kommt aus Bremen. Der war tatsächlich Icon 3 in der Top 30, war der Platz 1 damals sogar. In der Icon 3. Aber dann siehst du direkt der Sprung zu Icon 4. Gab es halt viel Konkurrenz. Und ich glaube, er war auch noch nicht so affin zu sagen, boah, ich will das Turnier gewinnen oder was. Deswegen. Es war auch alles, so, wie gesagt, noch nicht so genau ernst. So. Ja, es war noch nicht. Ach, bin ich nächstes Jahr. Gab es da schon Verträge? Icon 3? Icon 4 fing schon mit Verträgen 4, an. 4, ja, aber 3 und 2, 1. Genau, das hatte ich dir erzählt. Dann gab es ja den Skandal, dass ein Suat abgesprungen ist und der Dani, weil da gab es noch riesige Welle. Ja, wir unterschreiben das nicht, weil die wollen 50% von hin und her. Und dann habe ich auch so in der Gruppe so geschrieben, ich so, Leute, entspannt euch. Ich wollte gerade sagen, so 50. Warte, die nehmen ja keine 50% von dem, was ihr habt, sondern von dem, was wir zusammen machen. So, das müssen manche 50, verstehen. 50. So, die nehmen dir ja nicht Geld weg oder so, sondern die bauen ja mit dir das zusammen und, auf. Und ich denke mal so, der ein oder andere Künstler hat das auch bereut, weil die Staffel ist ja auch geknallt. Voll, so, weißt voll. Du? Verständlich, verständlich. Okay, das war jetzt, wie hieß der, Alas? Alas. Mit eigenen Händen und sag mir dann nochmal, ob du es begreifst. Ich denke, die Bude mal wieder, habe die Racks in meiner Back. Ich habe die 9mm und darfst jetzt so nicht plastisch. Schnell, Geld ist dreckig, wow. So lange waren wir ruhig, deshalb rapp ich. Im selben Block, wo wir als Kinder spielten, seh ich heute die Homies vom früher Team. Ich hoffe nur auf einen Tod mit der Schahada, dass gute Taten Sünden überwiegen. Ich sah schon überall Brüder fallen, als wären diese nur Dominos. Okay, ich muss sagen, er ist irgendwie so eine Mischung aus den beiden, finde ich. Aber ich finde, ehrlich gesagt, Hamdi und Keris ein bisschen für mich interessanter, ehrlich gesagt. Ne? Fand ich auch. Ich finde, er hat eine coole Energie so, aber der Double Time war irgendwie nicht so für mich. Für die BPM nicht gemacht. Nee, irgendwie nicht so meins. Und dann bei dir, als wär's ein Überfall, doch eben hier nicht die Hände hoch. Ach, war das Triple Time? Wir haben schon alles verloren. Sorry, ich habe keine Ahnung davon. Muss aber auch Triple Time sein auf der BPM. Wer Double Time nennt auf dieser BPM? Oh Gott, ekelhaft. Sag mir, was soll ich riskieren, meine Nerven, mein Freund? Ich hab genug. Sehr mir den Schild, Weg zu lange einsam. Glaub mir, statt auf der Leine. Was für eine Energie, Junge! Boah, was für eine Energie! Starkes Song, Ding, Mann. Ich sag auch so vorab, also vor uns war das in diesen drei Songs, jetzt kommt der letzte, war das der Stürmer. Krass, wir gesagt haben, dass der muss das andere Team zerstört haben. Das war unser Stürmer so. Das ist der. Ich muss sagen, ich merke so ein bisschen den, wie soll ich sagen, nicht Vibe, aber so den Aufbau von dem Song, dass viele in Icon 5 den Aufbau relativ ähnlich gemacht haben, muss ich sagen. Gerade der, ne, wo Keris richtig hochgeht und so, das hat mich so ein bisschen an manchmal Biggie zum Beispiel erinnert oder so, weißt du? Wo, ne, nach einer, also man hat schon auf jeden Fall so die Anfänge gesehen. Ist das Kenan? Ja, ja. Das ist ja Kenan! Okay, let's go. Du lebst im Film, aber ich bin der Main Character, dein Schwester verschickt die Video zu Vendetta. Okay, das ist jetzt das Erste, wo ich sagen würde, das geht so ein bisschen mehr Richtung Tanzbarer und so weiter, ne? So ein bisschen, wie heißt das nochmal? Wie heißt nochmal die Melodie im Hintergrund? Smooth It, ach, Move It. War das wirklich von Madagaskar? Ja, es war da auch so ein Werbesong. Ich weiß nicht, ob der Song halt im war. Das war das? Ja, ja. Und der MNS, der Hintergrund war, wir waren eine Neunergruppe und jeder hat sich aber so zusammengetan, wie er wollte. So, dann habe ich gesagt, MNS schickt diesen Beat rein. Also die Beat-Idee
war von MNS, der ist ja die verspielte Marokkaner, so, der wollte so ein bisschen so fit. Da auch das, was man jetzt heute immer mehr hört, ne? Ja. Das geht schon in die Richtung. So, das ist so seine Rolle gewesen und ich hatte irgendwie Bock, die BPM hat mir gefallen, weil ich konnte halt lyrisch, also so flow-technisch voll darauf zersägen, weil ich habe extra auf Drill und Jule immer vorbereitet. Hab ich gesagt, okay, pick ich. Und danach hatten wir noch Mowgli drauf, weil passt verspielt. Mowgli ist auch bei Icon 6 dabei, habe ich gelesen. Ja. Und der Mowgli ist dann auch auf diesem Beat gesprungen, passt auch zu ihm, dieses verspielte Mal, habe ich gedacht. Und aber auf diesem Beat war es so schwer, eine Hook zu machen. Und danach habe ich wusste, dass Kennern krass waren, habe ich gesagt, ich so, das kann nur Kennern machen. Der war Gott sei Dank in unserer Gruppe. Ich so, Kennern, bitte, du musst uns eine Hook darauf klären. Shit. Ich krieg das nicht hin. Okay. MNS erst recht nicht, so, und ein Mowgli auch nicht. So, also bitte. Kennern, bitte! Ja, und Kennern hat uns mit der Hook den Arsch gerettet. Ich wusste schon immer, Kennern G, so, weißt du? Geil, musst du gehen. Krass, okay, let's go. Du lebst im Film, aber ich bin der Main Character. Deine Schwester verschickt deine News aus Vendetta, weil du Ikondo mit Vendetta hast. Mein Nachbar bringt Hüten, ich kiss den Kopf. Erst ein paar Mal auf Adrenalin, aber ich sah, wie er draußen mal läuft. Seitdem bezahlen die Nachbarn die Miete. Pisser, geh BVB, sie ist die Schrift, wie bei Kenyatta. Warum sie nicht trotz, sie wäre schwanger, hab die Pille danach im Schrank auf Vorrat. Ich zahle gar nichts und du zahlst alles, du weißt, wie du mich zum Lachen bringst. Geladen auf eurer Party, aber jeder freut sich, wenn ich warte. Ich mach bei Para sein Vater und das Sohn in den Park mit dem Sasa. Mach nicht auf Baba, ich pack deine Kachba und fahr mit der Alten nach Kala. Machst du noch Casanova, aber ich seh die gleich und du laberst zu viel. Du machst die Dreier und fährt als die Körbe, allerhöchstens der Basketball. Ja, ich mag den, ne? Ja, ich mag den. Das war doch der, wo ich letztes Mal meinte, ich hab nicht damit gerechnet, dass der so, wie soll ich sagen, so ein Talent ist. Ja, Alter. Wie gesagt, kleiner Frischtags und ey, der hat den Lidl-Rapper zersägt und, ne? Warte, war er auch der am Ende diesen ganz deepen Song hatte? Nee, das war nochmal jemand anderes, ne? Wir hatten doch, weißt du noch? Westin meinst du? Ja, ich glaube, der war das. Ja, ja. Boah, wo der ich komplett so geflasht war, Alter. Weil eigentlich wollten wir den, glaube ich, gar nicht hören oder der war nicht in der Liste drin. Genau, den hatte ich. Und dann hatte, glaube ich, Chat nochmal gemeint, so, hör nochmal bei dem, hör nochmal bei... Stimmt, der war auch crazy. Die hatte ich selber vergessen, die Buff, die war super von dem. Ja. Und der MNS, der kann halt deep, aber auch so dieses Verspielt, der ist ja Battle-Rapper eher aktuell, ne? Also auf 4-7-Plattformen. Ah, stimmt, hat super alt, ekelhafter Gegner, muss man sagen, starker Typ, ohne Scheiß, der ist schon dreckig, was der macht. Super. Okay, geil. Ich muss sagen, ich komme mit seiner Stimme ein bisschen besser klar, so. Ja, das war noch ein Mowgli-Experiment, da war der noch sehr hoch mit seiner Stimme. Ja, das war so. Fun Fact, so nachdem wir die Cyphers aufgenommen haben, Mowgli die ganze Zeit zu mir, Gova, ich glaube, meine Stimme war zu hoch. Gova, meine Stimme. Also Gova, ich muss nochmal aufnehmen, ich glaube, ich fliege raus. Ich so, nein, Mowgli, mach dir keine Sorgen, glaub mir, du kommst weiter. So, ich habe den so motiviert, weil ich hab's gefeiert. Ja. Ich so, vielleicht nächstes Mal ein bisschen tiefer, aber ey. Ein bisschen und so. So, Gova, nein. Ja, aber ein bisschen ausprobieren ist ja gut. Ein bisschen ausprobieren ist ja gut. Stimme geht ein bisschen unter. Ja, also von MNS geht ein bisschen unter, weil sie halt, sag ich mal, ein bisschen tiefer ist, aber finde ich jetzt nicht schlimm. Esse diese Rapper so wie Haferflocken, brauchen nicht zu lügen und ich gebe mich nicht an den Affen, Zimmer, meine wunden Punkte fühle ich mich hart getroffen, du hingegen hast das wunden Punkte nur die Affen vor. Ich bin schlecht, sag, was redest du denn da? Ihr braucht Action, MNS ist da und regelt das jetzt mal. Wish. Ach, war Kenan so einer der ersten mit solchen Hooks, so muss man sagen, irgendwie, ne? So auch auf jeden Fall, also auf solchen Beats, so ich wusste, ey, ich hab das geliebt, Kenan ist so super gewesen. Das zeigt auch, warum man sich so ein bisschen vielleicht auch mehr darauf spezialisiert hat mit der Zeit, ne? Ja. Gerade jetzt den neuen Folgen. Und das hat mir leid gecheckt, also der hatte auch selbst auf diesen Song zu wenig Space, so, weißt du, so, aber wir brauchten einen für die Hook und wie es halt immer so ist, man muss ja halt gucken mit dem Platz. Voll. Aber der hat auch noch im zweiten Part, kriegt er gleich auch nochmal ein bisschen Space. Ja. Kennern G. Ja, so, man muss das halt irgendwie aufteilen, ne? Irgendwie muss man. Wir haben uns immer verstanden. Sympathieträger hoch 10, wir beide. Ja, diese Haare. Ja, ey. Ich kann dir auch nur sagen, guck mal, wie ich da stehe. Also, ich explodiere ja. Guck mal, wie scheiße ich aussehe. Ey, wir stehen 10 Stunden im Studio und du musst dir vorstellen, das war so Konkurrenz. Das wurde alles leider nie ausgestrahlt. Dann ist da einer von dem Team bei uns im Team gelaufen und hat das Projekt geschlossen und so. Und das sah dann so aus, wäre es gelöscht. Was? Und dann zu denen haben das ausgemacht. Nein, ihr habt euch doch noch gegenseitig abgefuckt, oder was? Haben wir Sicherung bei dem anderen Team runtergemacht und so. Nein, warum wurde das nicht gefilmt? Das wurde gefilmt, aber ich weiß auch nicht, warum das nie ausgeschaltet. Ey, das war. Fuck. Ich hatte Moham so einen Schwitzkasten, weil der das machen wollte. Ich wette, früher dachten sie, oh, das ist zu viel Fitner, zu wenig Musik. Und heutzutage wäre es halt nur das. Ey, das war so lustig. Und ich weiß noch, dann kam einer, ich habe gehört, San Andreas disst uns in der Runde und bla bla bla. Und danach kam, danach haben die so einfach so MNS gefrontet und das war und dann, so lustig. So ein bisschen so mal so eine Zeit. So eine Eigendynamik. Ja, das war, ey, das schade, dass du nicht gefilmt hast. Aber ihr habt ja im Endeffekt das schon gemacht, was jetzt dann
immer mehr passiert, ja. Immer mehr, ne? Das okay, war so, krass. So familiär, weißt du? Ja, ja, ja. Okay. Voller Kram, sag ich, pack deine Sachen und bitte geh. Not, no, gutes Mock kommt über Hongkong. Junge blockt schon in den Deutschen gekommen. Komfort, das wäre eine Film drin. Und Top Flow kommt in den Thriller-Game. Bruder, was ist denn Flow? In der Badewanne und ich sage, Schadi, du musst untertauchen. Dann legen sie mir meine Bademantel über meine Schulter. Denn es an die muss ich eine Fluppe rauchen. 100.000 volle Nummer tauschen. Doch von 100.000 kannst du null gebrauchen. Alex Jungs belauschen alle unser Soulbild, weil sie Spuren brauchen, so wie Hunde schnauzen. Ein Tass für den Zinkabas. Noch eins für den Kischkabas! Was? Zweifach verspielt! Digga, ihr hattet aber Spaß! Ich hänge mit meinem Bruder namens MNS, ich Eminem und lande mit der Nummer eine goldene wie Mini-Mini. Ich treffe meine Goba voller Drogen und benommen von den Kollen. Wir bekommen dicke Kohle, ja du Pisse, winkt das mit dem WC. Du da im Galak, bewerte diese Runde ohne Menge. Bleibe eine lebende Legende bei alle mal das Liebe zu Ken an Ken. Für die Barbies ist Ken an Ken. Ich schon so geil. Digga. Für die Barbies ist Ken an Ken. Ich find's gerade so schade, dass ich nicht zu der Zeit schon einfach da reingehört habe, Mann. Diesen Vibe mitzunehmen, ne? Ich habe so oft in meinem Leben das Gefühl, Alter, ich bin zu spät. Mhm. So, weißt du, ich bin ja. zu spät. Ich hätte diese Zeit echt gerne mit. Ja. Also, was heißt diese Zeit? Ist jetzt nicht super lange her, ne? Aber ja. hätte ich schon gerne so. Ja. Krass. Boah, schöne Zeit auch mit Kennern da. Das war lustig, Alter. Für die diese ganze Entwicklung zu sehen, Mann. Ja. Das ist voll schön. Boah, das war schön, Mann. Voll, voll. Ja. Ich bin eure Ohren bis zur Erektion der Vögel, denn ich rappe viel zu schnell für euer Reaktionsvermögen. Die Jungs und WC machen durch ihr Reaktionsvermögen, weil die Leute alle mal ihre Reaktionen mögen. Minus, minus, alle im Spiel, oh, wie im Kino. Ach, alle noch mal da. Sag mir, wie sie kommen in den Kripus, die ein Spitus leben. Mittag, zeig, was ich kann. Weil ich Bock drauf hab, bin ich Spaß drauf hab. Mit all meinem Mann, dem Monster 3. Und das ist halt der Punkt, den ich haben wollte bei dem Song am Ende. Chaotisch. Ja, aber chaotisch, ja, aber nicht so chaotisch im Sinne von, du kannst es dir nicht anhören. Chaotisch. Richtig, weißt du, richtig. Natürlich ist das jetzt nicht so, ich finde immer noch natürlich, der Song von Hamdi und Kries mit Alas war so unser Stürmer, aber dieses Verspielte mochte ich, weil wir fronten ja auch am Ende das andere Team, die klauen unsere Spuren, also weil sie Spuren brauchen, so Hundeschnauzen, habe ich ja gekickt. Und deswegen ist halt diese Eigendynamik. Dann ja, ihr habt halt einfach Spaß schon fronten gehabt, uns, ne? Das war, ey, da war gar nichts mit, ich will unbedingt den rauskicken irgendwie, damit ich meinen Vorteil hole. Das war alles so, ey, wir haben einfach gemacht, weißt du? Das war geil, Alter. Ich merke das gerade wieder. Der Song ist jetzt nicht der stärkste, aber ich merke einfach gerade wieder, wie viel Spaß wir an dieser Sache hatten, weißt du? Das war super. Das war geil. Merkt man, das merkt man, dass du das wieder spürst, ja. Mal her, was los mit uns, Alter! New Generation, I can feel! Geil. Krass. Ist gar nicht so lange her, ne? Aber fühlt sich schon irgendwie, sind wir mal ehrlich, wenn man es vergleicht mit den neuen Sachen, fühlt es sich schon nostalgisch an, muss ich sagen. Ich weiß auch nicht, es ist voll schnell, Alter. Als ob das 18 Jahre her ist. Ja, irgendwie so mindestens 5 Jahre, ja, so. Weißt du, so fühlt sich's an, finde ich. Aber ist es halt gar nicht, ne?